das, was wir wollten. Ein gerade genug Essen für zwei bedeutet keine Nachbarn. Ich packe meinen Koffer für Galapagos. Erstens Kleidung, zweitens Baumaterial und ein großes Sortiment an Werkzeugen. Drittens Wolle und Stoff. Viertens ein Sortiment an Pflanzensamen. Fünftens Bücher, die meisten davon philosophischer Natur. Nietzsche, Laozi, Schopenhauer. Sechstens einige lebendige Hühner. Siebtens ein Metallgebiss. Friedrich hatte sich alle Zähne ziehen lassen, um Zahnproblemen auf der einsamen Insel vorzubeugen. Und achtens Stift und Papier, um das philosophische Lebenswerk zu vollenden.